Reihe von denen. Die halten zum Glück nicht ganz so viel aus. Wenn wir die Pots immer schön schnell runterholen eigentlich. Angeln beginnt. Oh ja, schubst mich noch runter. Oh, du Spacken, ey. Okay, jetzt muss ich einfach nochmal probieren. Ich wusste gar nicht, dass es ja auch noch mehr gibt. Die Wüste haben wir jetzt gesehen. Aber mehr? Kann man gar nicht mehr sehen, ne? Nur mal wieder ein bisschen näher schmeißen. Eule! Du. Na, da ist so ein bisschen heller. Wir können zumindest noch sehen, so ein bisschen. Immer wieder was fangen. Wir haben erst einen Fisch. Wo ist er hin? Kann ja nicht sein, dass wir nie was fangen hier. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir ja noch gar nicht hin sollen. Das sind aus, das sind Raketenstartplätze, okay. Krass. Und von hier aus sind praktisch wahrscheinlich die Menschen auf dem Mond geflüchtet. Habe ich mal erwähnt, dass wir nicht mehr zurückkommen? Oder? Ich glaube nicht. Gibt es noch unter Pro was bei uns? Nein? Dahinter. Ah, okay. Fähigkeitshalbe? Naja, gut. Ich würde auch gerne wissen, was es mit den leuchtenden Blumen hier auf sich hat. Viele Tote hier. Viele Tote! Alle wenig Geld dabei. Und da gibt's noch was. Das sind doch keine Raketen, mit denen man zum Mond fliegt. Das sieht eher aus wie Waffen. Weißt du, war das die letzte Verteidigung? Das ist der Ort, ne? Die letzte Verteidigung gegen die Aliens. Ist irgendwo ein Tier. Können Sie auf der Karte sehen? Aber ich weiß nicht wo. Reinkommen auf keinen Fall. Ah, okay. Ja, wisst ihr doch. Muss noch mal sein. Ich will endlich mal noch einen Fisch fangen hier. Hier ist ein Meer. Müssen aber Fische irgendwo sein. Wir haben bei dem Ölfisch immer auch ziemlich lange warten müssen, nicht?
Kann man übrigens noch verkaufen. Bis jetzt haben wir ja noch nichts gefunden, wo wir den brauchen. Okay, können wir uns aber ein bisschen umgucken hier. Ja, das sieht definitiv aus wie Waffen. Aber 100 Pro war das die letzte Verteidigung gegen die Aliens. Oh, wir haben einen Fisch! Wir haben einen Fisch gefangen! Fischlexikon, Schwertfischmaschine erhalten. Schwertfischmaschine? Info, Fischlexikon. Also es sind 50 Fische. Wir haben 2 Fische und 4%. Ein Maschinenwesen, das einem Schwertfisch ähnelt. Diese Kreatur ist um einiges stärker als richtige Schwertfische. Und da sie nicht einfach zu fangen ist, ein begehrtes Ziel unter fischfanatischen Androiden. Oder ein guter Fisch. Das ist ja geil. Muss ich mal ganz schnell was schauen? Na gut, egal, weiter. Maus wieder im Bild. Aus, aber ab. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Wir kommen ja hier scheinbar nicht weiter. Wir wollten eigentlich einen Pott suchen, ne? Will ich mal so festhalten. Weiß nicht, was passiert, wenn wir ins Wasser fallen. Ich will es aber ehrlich gesagt nicht rausfinden. Ah, wir verlieren bloß ein bisschen Leben. Ah, unser Pott rettet uns. Jo, Franzi, willkommen dabei. Hey, da liegt was. Oha. Oh, dieses Leben generieren ist echt klasse. Das haben wir schon lange, ne? Ja, wenn das nicht nach einem perfekten Angelort aussieht. Wir warten mal wieder ein bisschen. Ich will noch mehr Fische. Ich finde das cool. Ich wusste gar nicht, wer auch Maschinen aus dem Wasser ziehen. Aber ist als Fisch ein Lexikon. Komm. Gib mir noch einen Fisch. Weil kann ich mir mal heimlich die Nase putzen. Ah, das sieht wohl nicht so gut aus hier. Na gut, los, zurück jetzt. Wir müssen ein bisschen Story vorantreiben. Ja, Eule, hast du Spitze gemacht. Aber wir haben ja Leben. Regeneration plus 1. Das scheint sehr wertvoll. Vielleicht versuchen wir uns davon noch 1 oder 2 zu kaufen. Und die aufzuwerten, obwohl die wahrscheinlich schon viel Speicherplatz verbrauchen, aber lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht geht auch die Zeit runter, die man braucht, bis es beginnt. Ja, natürlich, auf jeden Fall nicht schlecht. So, dass wir praktisch vielleicht schon nach 3 Sekunden anfangen zu heilen und dann aber 3 pro Sekunde oder so. Wir sparen echt eine Menge Medis dadurch. Wie kriegen wir irgendwann mal diese blöden Kisten auf hier? Ja, nicht diese Kiste, aber... So, hier können wir uns mal transportieren. Wir können mal... Wo wollten wir denn noch hin? Ja genau, müssen wir noch für...
B11 noch was finden? Das können wir gleich mal machen. Du musst hier bleiben, Affe. Krass, vielleicht sollte ich irgendwann mal anfangen, mir aufzuschreiben, wo wir überleben müssen. Ich glaube nicht, dass es weniger wird mit der Zeit. So. Story Mission, ich glaube, dass wir zu Pascal müssen. Warum seid ihr jetzt alle böse? Ihr wart so lieb. Was soll denn das? Oha. Hau mich doch nie. Oha. Brauchen mal. So, und jetzt müssten wir eigentlich wieder Leben nehmen, aber nein, wir heilen. Das ist so geil. So. So, ja, Mikrofon ist an. Wir müssen irgendwie erstmal den Kollegen hier aus dem Weg räumen. Das war daneben, Junge. Ich hoffe, das hast du mitgekriegt, oder? Ihr müsst euch mal ein bisschen beeilen, wenn ihr mich treffen wollt. Okay, Entschuldigung, ich habe ja gar nicht gesagt. Wow, ich dachte, ich treffe den, bevor er trifft. Es war wohl nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, hier hin müssen wir. Meinst? Ist ein schwarzer Punkt auf der Karte. Was ist? Was sagt er mir? Mal einsammeln. Müssen wir vielleicht hier hoch irgendwo? Ja, das ist ein Kopf. Ja, so da ganz aus, müssen wir ja auch. Na, einmal muss schon dranbleiben hier. 1000. Sehr hübsch. Da kommen wir nicht rein. Also immer schön weiter hoch. Den Weg haben wir ja praktisch schon mal an einem lebenden Goliath genommen, ganz am Anfang. Ich bin eigentlich sehr froh, dass der sich nicht wehrt, kann man so sagen. Wir sind doch aber mitten im roten Kreis. Wir können auf die Karte gucken. Jora-Verräter muss ja. Ah, das ist ein. Ah, okay. Auch Jora-Verräter? Jora-Verräter und das? Erinnerung, die sind dort. Okay. Das heißt, irgendwo hier muss einer der Jora-Verräter sein. Hier ist auch noch was, das markieren wir uns mal. Aber wo?
Hätte schon erwartet hier oben. Aber dem scheint nicht so. Ich hab da was gesehen. Oh, und ich komme nicht ran. Das ist 100 pro wertvoll. Scheiße. Ist doch ein großer? Es ist doch ein schwarzer Punkt. Müssen wir doch hier eigentlich richtig sein auf dem Teil. Und dranbleiben, Kollege. Ich sag's noch, weißt du, und weg ist er. Der schwarze Punkt weg. Oder sind wir gerade genau drauf? Hä? Wo ist der? Vielleicht falsche Höhe? Nehmen wir an, falsche Höhe. Aber da können wir, wenn wir eh schon hier sind, können wir gleich nochmal versuchen, da drüben auf den Arm zu springen. Wird wahrscheinlich am besten von hier gehen. Ja, Junge. Was machst denn du? Och, 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 och. Hallo. Mittlere Erholung, wirklich? Hier hochklettern für eine mittlere Erholung? So, und was hat es jetzt mit dem schwarzen Punkt? Wir können ja vielleicht mal gucken, erstmal den anderen Verräter zu holen. Der müsste laut Karte, wo ist er? Links von uns. Also praktisch da. Oder? Ja. Da lang. Hui! Ich finde das so cool an dem Pott. Könnte in dem Gebäude sein. Ich glaube, die Jura-Verräter sind sogar Hauptmissionen, oder? Ich denke schon. Oh, ich glaube, da haben sich welche mit die Wildschweine angelegt. Sunamon, jo. Was hast du denn Schönes, mein Kollege? Drei Stück liegen hier rum. 300, 50 knapp. Hast du Schönes? Ja, auch wieder. Vielleicht kann mir sogar jemand verraten, was diese Zahl ist, die da immer am Anfang steht. Diese in der Regel über 1000. Und keine Ahnung, was die mir sagen soll. Head to all. Ja, schöner Name. Alle 346 Geld. Und irgendwo hier muss einer der Jura-Verräter sein. Ein Gebäude vielleicht? Wir können jetzt mal gucken. Hier unten war da irgendwas. Zack. Ja, genau, hier war so eine blöde Kiste, die wir nicht aufkriegen. Müssen mal Eisenerz und so einen Blödsinn verkaufen. Übelst viel davon inzwischen. So, wenn ich jetzt hier hochkletter, taucht dann irgendwann ein schwarzer Punkt auf der Karte auf? Nee. Sind wir schon wieder, also laut Karte zumindest, auf dem Dach. Was war denn eigentlich hier oben? Hier war eine Tür, die zu ist. Ich weiß nicht, wo die. Wir können mal die Missionsinfo lesen. Vielleicht haben wir da ein paar Infos.
Info, nee. Wo müssen wir hin? Aufgaben hier. Aktive Aufgaben, ja. Dora verrät Tempostein? Tempostern? Hä? Jura-Verräter, ein Notfalleinsatz ist gerade von der Kommandantin eingetroffen. Jura-Einheiten 8B, 22B und 24B sind übergelaufen und haben die Widerstandslager terrorisiert. Jemand muss sie finden und sich um sie kümmern. 2B und 9S nehmen sie mit. Was nehmen mit beklemmenden Herzen die Verfolgung nach den verräterischen Jura-Einheiten auf? Ja, aber ich hätte gerne Info. Eine Maschinenwesen der Ruinstadt hat dich zu einem Rennen herausgefunden. Da reicht das Ziel vor ihm, ja. Aber pff, wie? Wie? Der ist nämlich schon ein bisschen sehr schnell, der Kollege. Ne? Aber wo sind die Verräter? Gibt's jetzt hier oben eigentlich was? Wir sind mal hergekommen, wir haben mal angefangen. Und der Loot ist wieder da. Nehmen wir gleich mit. Das ist der erste Loot, den wir eingesammelt hatten. War hier was? Ja, hier sieht es so eine Kiste, aber wieso können wir mit den blöden Kisten nichts anfangen? Das sah schon ein bisschen hübscher aus hier, als wir das erste Mal hier waren. Ja. Würde ich sagen, machen wir uns mal in Richtung Markierung. Das gleich hier. Na, kleiner Pott. Und sonst wird doch nie richtig tragen, ne? Aber. So, was haben wir hier Schönes? Am Dach vielleicht? Wer drin? Gibt's was? Aber hä? Wo denn? Stromfeste Salbe, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Was? Wo denn? Na gut. Ja, ein Tempostein. Achso, Pascals Dorf geht's weiter. Die Fotos sind auch markiert, alle? Ist das Fotos? Widerstandsschwind? Verlorenes Mädchen. Fotos. Wir nehmen einen Teleporter und gehen mal in die Wüste. Wenn wir erstmal das verlorene Mädchen holen, wenn wir eh zum Pascal müssen. Ja. Telefon! 2B. Come in, 2B. 2B here. The monitoring signal from the new access point has gone silent. I'm sending you the positional data. Please investigate the site as soon as possible. Understood. Okay. wo ist er? Ja. Kurz speichern und Transport. Und zwar in. Genau, Wüstenregion Lager. Tschüssi, du bleibst hier. Ist eigentlich in der Zeit, bis der weg ist, ne? Beziehungsweise bis der uns hinterherkommt. Müssten wir eigentlich abhauen.
schnell wegrennen. Aber ja, sind wir vor uns da. Der Cheater. Wir haben übrigens fast Level 16. Ich nehme an, so viele Punkte werden es nicht mehr sein. So, der Knallkopf dürfte hier sein. Alone, Jackass. I can't deal with your weird hobbies anymore. Look, I care what you think, jerk. Na, hallo? Da ich nicht liebe, oder was? Hä? Guck mal hier, ich hab einen Idioten, ne? Den kann ich vor mir herscheuchen. Guck mal hier, hier. Wissen haben? Komm, ich schenk dir den Knallkopf. Ach ja, ich muss dir noch diesen blöden Fisch geben. Dieses Ding nennt sich Makrele. Ihr Verzehr führt bei Antreten offenbar zu entsetzlichen Folgen. Und ich soll das fressen, oder was? Ich würde lieb gerne sehen, was passiert. Also leg los und iss. Was? Schieb mir aber nicht die Schuld in die Schuhe, wenn du daran sterben solltest. Eine Makrele. Ich geh mal speichern. Denn ich weiß, ich habe schon erfahren, es gibt wohl einige Enden in diesem Spiel. Also einige Wege des Spiels beenden. Und nicht alle am Ende. Einen haben wir ja schon erlebt, wenn man Hauptmission hat und in die falsche Richtung läuft das Spiel vorbei. Ach, Hallöchen. Hör zu, ignoriert diesen Typen einfach. Der egoistische Dummkopf will nicht mit mir zusammenarbeiten. Also ich erstelle eine Studie über die verschiedenen Errungensebenen von Androiden im Kampf. Um sichere Ergebnisse zu erhalten, muss ich aber die Kampfdaten der neuesten Modelle erfassen. Also was meint ihr? Gut, oder? Ja, von mir aus. In Ordnung, gut zu wissen, dass nicht jeder hier ein rückloser Schrotthaufen ist. Here, follow me. Was? Okay. Check es, wir folgen. Alright, see that jerk over there? I need you to get combat data for him. Science will pay you back for this, I promise. Now, fight! Nikovs Forschung, okay, cool. Ach, gerade mal Level 20. Ich ist jemand gestorben. Haben wir. Mission completed. 100. Wirklich? Mit ein Zeug. Hey, Zeug, ja. Da liegt noch jemand. Wer stirbt denn hier? War da bloß einer? 80. Echt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war großartig. Hey, wusstet ihr, dass im Kampffieber der Androiden tatsächlich dem Gefühl menschlicher Liebe sehr ähnlich ist? Wenn wir also die alten Aufzeichnungen der Menschen verstehen wollen, müssen wir nur unsere Fäuste fliegen lassen. Das gibt der ganzen Sache doch gleich einen romantischen Touch. Findet ihr nicht auch? Eigentlich nicht, nein. 100 Erfahrungen, schön. Ich hab doch noch immer nicht genug Daten. Könnt ihr noch etwas gebrauchen? Ja, klar. Genau das meine ich. Okay, ich möchte, dass du die Feinde dort erledigst. Ohne selbst verletzt zu werden. Also gar nicht. Null. Zero. Nada. Ja. Ah, sieht er gut aus. Jupp, ich würde sagen, das passt.